Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Stranded Deep Time. Warum Stranded Deep? Ganz einfach. Naja, was heißt ganz einfach? Ich musste mich jetzt entscheiden. Bei mir stehen jetzt drei Aufnahmen mit Facecam an und für Cry of Fear habe ich gerade keinen Nerv. Ich überlege gerade, Dragon's Dogma ist das zweite. Habe ich noch ein paar Folgen im Vorlauf und Stranded Deep ist vor kurzem die 009 erschienen. Und dementsprechend nehme ich jetzt einfach mal die 009 auf. Was ist neu in der 009? Ganz einfach, wir haben ein Raft-System. Und zwar kann man sich ein Boot bauen. Also sprich nicht ein Boot, sondern ein, wie nennt man es denn? Ein Floß, genau. Und kann dieses ausbauen zu einem Floß mit... Warum ruckelt das jetzt so? Merkwürdig. Egal. Man kann das Floß ausbauen mit einem Segel. Also das heißt, wir können zum Segelfahrer werden. Den werden uns natürlich gleich annehmen. Ich habe gerade was gesehen. Kann das sein, dass da hinten gerade ein Hai war? Denn wir bauen jetzt erst das Floß und dann gehen wir erneut auf Haisuche. Und übrigens, die Bojen, so wurde mir mitgeteilt, ist tatsächlich Ende im Gelände. Das heißt, wenn man bei den Bojen ankommt, dann... Wie unnütz diese doch sein soll, habe ich auch gehört. Hat man das Kartenende erreicht. Zudem ist in dem Editor vorne dran zu sehen, dass man dort Inseln rundherum anklippen kann, um seine eigene Welt zu vergrößern. Aber das will ich jetzt erstmal nicht tun, weil ich hatte gesagt, ich spiele es jetzt, um mir die Updates auch anzuschauen. Und jetzt bin ich hart am Überlegen, wie ich bauen kann. Wie war denn das? Building-Menü. Verdammt. Genau so zum Beispiel nicht. Ach doch, hier unten sieht man es. Ich hoffe, ich habe mich nicht drüber gesetzt. Wir sind in der 002. Ich habe mich vorhin schon über gewundert, wie ich denn die Versionsnummer sehe. Und ja, jetzt haben wir sie gesehen. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Wie bin ich denn da hingekommen? Verdammt. Mit C war es. Okay, mit C. Dann wollen wir mal gucken. Schiffchen bauen. Da seht ihr es auch. Wir bauen jetzt erstmal... Oh Gott, das sieht aber echt gefährlich aus, ne? Egal. Ich kann das hier gar nicht bauen. Nee. Tyrus. Räder? Haben wir schon mal Räder gefunden? Barrels? Alter, okay. Also entweder mit zwei Seilen, 15 Woodsticks. Buoyballs. Keine Ahnung, was ist das? Bojenbälle? Ist das jetzt neu? Finde ich das hier? Okay, also wie gesagt, ich habe mich nicht spoilern lassen. Ich hätte natürlich gucken können, wie man es baut. Aber das wäre zu einfach. Wie war das mit der... F? Ja. Genau. Wie sieht es denn da aus? Also sieht es eigentlich sehr, sehr gut aus. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Habe ich... Werkzeuge haben wir. Dann werde ich jetzt noch mal ganz kurz auslagern. Und gehen mir noch ein paar normale Sticks holen. So viel Zeit muss sein. Weil die Knabbe... die Knabbe gebraten. Die Krabbe natürlich gebraten. Ja. Ist sie. Ja, wie gesagt, mein Besuch ist auch relativ frisch weg. Ich hatte jetzt die letzten zwei Tage Besuch. Meine Mom war da. Man muss ein bisschen was regeln für meinen Vati und so. Die kommt ja hoffentlich bald aus dem Krankenhaus. Can be cut oben. Habe ich die schon angeditscht? Alter Schwede. Ich hätte mal meine letzte Aufnahme wie gewohnt mal reingucken sollen. Nein, wie gewohnt. Wie gewohnt, so mache ich es eigentlich nicht. Krosse Krabben. Und dann nehmen wir das in die Hand und gehen mal ein paar Sticks sammeln. Und vielleicht in der Hoffnung, dass wir hier neue Materialien finden. Okay, Yucca-Palmen haben definitiv ein neues Design, wie man sieht. Sie wachsen, und zwar ziemlich groß. Funktioniert. Das funktioniert immer noch nicht. Okay, dass ich mich das nicht gefragt habe, wo mein Haus hin ist.
Ja, genau. Wir haben hier auch fliegende Steine. Vielleicht hätte ich doch einen neuen Spielstand anfangen sollen. Wisst ihr was, Leute? Das mache ich eben gerade. Ich denke mal, ich muss eine neue Welt generieren, damit das alles funktioniert. Ich mache es eben fix. Wartet mal. Dann gehen wir mal. Nee, einfach nur quit. Yes. Fangen wir einfach einen neuen Spielstand an. Was soll's? Erstens fliegt hier alles durch die Gegend. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. My Game. Und ich werde jetzt auch mal eine andere Inselwelt laden. Ist nur die Frage. Die hier unten sieht ganz interessant, ne? Thousand Forgotten Crest. Endless Raging Sanctuary. Die sieht riesig aus, ne? Ich bin dort gelandet, glaube ich, ne? Dort habe ich mich angesiedelt. Lower Bo Bottomless Atoll. Puh, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier auch neue Welten kreieren. Einfach dort ein Seed und dann einfach loslegen. Könnte ich natürlich auch, aber ich könnte auch eine der vorhandenen Welten laden. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also Soad hatte mir geschrieben, man kann sich halt eine Welt laden und die umliegenden Gebiete dann angrenzen lassen. Safe Chains. Wir machen. Ja, was machen wir? Wir createn einfach eine neue Welt. Release any existing Safe. Ja, das wissen wir, bringt ja eh nichts. Sie sind eh kaputt. Also von daher auf ins Getümmel und ihr seid mit dabei. Ihr habt den Seed auch gesehen. Insofern lasst uns mal überraschen. Das Problem ist, ich habe ziemlich heftige Halsschmerzen. Und ich erlaube mir jetzt einfach mal nebenbei, oder nein, machen wir nicht. Kurz sagen, einen kleinen Bonbon nebenbei zu naschen, aber wenn es zu doll wird, dann trinke ich einfach einen Schluck und dann ist gut. Das heißt, es wurde eine neue Welt generiert mit neuen Inseln. Ach, okay. Boah, keine Ahnung. Fangen wir hier an. Machen wir so. Klingt nach dem Plan. Und mal gucken, was bei rumkommt. Ja, natürlich muss ich mir jetzt auch eine neue Bleibe bauen, aber mein Gott, vielleicht finde ich ja dafür jetzt irgendwie die Not. Boah. Witzig. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Gut, das heißt, ich habe hier schon mal ein Raft und kein Paddel. Paddel? Ja, nee, oder? Okay. Ist fantastisch. Ich bin gerade am Überlegen, was ich mache. Das Fantastische ist nämlich, ich habe wirklich nichts, womit ich von der Stelle komme. Und ich habe natürlich fantastischerweise gleich ein Hai gefunden. Er macht echt komische Geräusche. Normale. Ja, wegen mir kannst du mich anschieben. Das ist eine gute Idee. Bring mich mal an Land. Aber scheint das Ding auch nicht zu treffen, ne? Ja, was halt zu verlieren? Ich muss schwimmen, hilft ja nichts. Fang. Oh, lol. Gut, dann gehen wir mal hier rüber. Komm mal hoch. Das sieht aber auch nicht normal aus hier, ne? Die Korallen und alles, die schweben. Hallo? Ja. Achso, ja, Luft holen, da war ja was. Hat er schon aufgegeben? Tja. Zumindest. Oh, okay. Jetzt hat er mich doch gebissen. Jetzt habe ich mich aber gerade erschreckt. Also, er hat doch nicht aufgegeben. Gut, also entweder sterben wir. Oder wir sterben nicht. Ist halt auch egal.
Hallo? Den Hai werde ich mir früher oder später holen. Das ist zumindest ganz gut zu wissen, dass wir hier ein Raft haben. Oh, das ist ganz schön aggressiv, das meine ich. So viel zu der Thematik, so dass Haie Pussys sind. In dem Fall. Wartet mal, wie war das? B? Nein, F. Kleiner Kratzer ist okay. Hat mich kurz angeknabbert. Da hinten haben wir auf jeden Fall einen Schiffswrack. Hier stapeln sich die Krabben, wie man sieht. Bombenpatch, würde ich sagen. Bombenpatch. Funktioniert alles tadellos. Wie ich schon wieder am Meckern bin, ne? Normal hätte ich gleich zum. Zum Boot gehen müssen. Kann ich mit Stein auf Stein schlagen, um die kaputt zu machen? Nee, ne? Aber ich konnte. Fuck. Okay. Gehen wir mal Lashings sammeln. Mann, ey, da haben die echt jetzt was Neues und doch was Altes. Ist es irgendwie, weiß ich nicht. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Das ist doch schon wieder total bescheuert. Und wieso ruckelt das jetzt? Das war doch vorher total ruckelfrei. C war's, ne? Wieso habe ich vorhin kein Paddel? Ich will mich jetzt beschweren. Ich gehe zur Gewerkschaft, verdammte Schiete. Irgendwie sind hier immer unsichtbare Barrikaden, an denen ich nicht vorbeikomme. Alter Schwede, was ist hier los? Wir haben Celsius. Was haben wir bei der Graphics? High, high, high. Medium Quality. Nehmen wir mal einen Schatten raus. Ich weiß nicht, ob es funktioniert bei der Engine, aber ich versuche es einfach mal. Weg. Resume. Also ich hatte jetzt nicht gelesen, dass es irgendwie ein Update in Bezug auf die Flora und Fauna geben sollte. Das muss ich gestehen. Oh, Alter, ist hier jetzt Blur drin oder Blumen oder wie das heißt? Ach, hier könnt ihr es übrigens auch mal sehen. Field of View ist okay. Blumen. Off. Das mag ich gar nicht. Also wenn man bei schnellen Drehungen. Also wenn es links und rechts durch bei schnell. Das ist, funktioniert wunderbar, egal. Wenn es durch schnelle Drehungen hin und her schaukelt, ey, da werde ich verrückt. Und das funktioniert genauso, Bombe hier. Das ist doch. Oh mein Gott. Nein, also, Folgendes, was ich jetzt schon mal sagen kann, die Performance hat enorm unter dem letzten Patch gelitten. Wir haben einen Hai gefunden, den ich definitiv noch braten werde. Nein, ich will auch nicht craften. Lass mich raus, Klaus. Ich bin auch toll. Ne? Ich komme in ein Spiel und mecke erstmal. Aber ich muss doch, ich muss Kritiker sein. Ich muss das auf Herz und Nieren prüfen. Das ist ein Gesetz. Und da ich ja mein Segelboot haben will, was mir. Wie steuere ich denn überhaupt ein Segelboot nachher am Ende? Fällt mir gerade so beiläufig ein. Paddel ins Wasser und loslegen? Auf jeden Fall habe ich hier jede Menge Krabben. Wieso stehen hier die Stämme rum? Die müssten eigentlich liegen. Ist das jetzt einfach nur ein Fehler beim Laden? Oh Mann, oh. Ganz zu schweigen, der Hai bedeutet jetzt nicht, dass ich aufhöre, weil den Hai, den ich suche, ist der große Weiße. Von dem lasse ich mich jetzt hier nicht einschüchtern. So, also es das heißt, man brauchte für das. Oh, Alter. Ich weiß, was los ist, Leute. Ich.
Ich weiß es, Leute. Ich muss noch mal ganz kurz Aufnahmestopp machen. Ich erzähle gleich, warum. Das kann auch nicht funktionieren, Leute. Ich bin gleich wieder da, versprochen. Ich muss noch ganz kurz in meinem Aufnahmetool was ändern. Da habe ich nämlich einen Fehler gemacht diesbezüglich. Und insofern ganz kurz einen Moment Geduld. Ich bin gleich wieder da. Kleiner Schnitt für euch. Achso, ich save erstmal. Jetzt hätte ich beinahe einen ganz groben Fehler gemacht. Und dann sehen wir uns nachher gleich wieder. Bis gleich. So, Sweeties. Stranded Deep ist eine Zicke hoch 10. Ich kann euch sagen, diese... Ja, wieso stehe ich hier eigentlich? War ich hier? Musste ich hier? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Folgendes ist nämlich passiert. Die Lags. Ich habe gerade mein System extrem überfordert. Oh, ich hätte vielleicht doch nochmal neu starten sollen. Ich weiß es nicht genau. Ich habe mein System neu aufgesetzt, weil ich ein Virus hatte. Ein harmloser Virus, der einfach nur nervig war. Und das läuft immer noch nicht vernünftig. Ich kriege ein zu viel... Ja, jedenfalls folgender Hintergrund. Ich habe mein System neu aufgesetzt, musste alle Aufnahmetools neu aufnehmen, starten und installieren und einrichten etc. Problem ist, wenn man sie installiert, starten sie sich erstmal und bleiben als Systemtray unten rechts in der Ecke liegen. Das heißt, meine erste Aufnahme wurde zusammen mit Fraps und DxStory, dann hatte ich Audacity und meine Logitech Facecam laufen. Und alle haben auf derselben Platte geschrieben. Und das war ein bisschen too much fürs System. Also das heißt, ich denke, es wird sich hier in Kürze einrenken, hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, dann muss ich mir noch was einfallen lassen, dann ist es wirklich patchbedingt auch noch. Naja, nichtsdestotrotz läuft es jetzt, so hoffe ich. Ich habe immer noch keine Frame-Anzeige. Ich drossel jetzt das Ganze runter auf 30. Mehr, glaube ich, brauche ich nicht. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Gut, wir sind gestrandet. Was heißt nicht mal gestrandet? Uns hat ein Hai auf Land getrieben. Weil wir nicht selber paddeln konnten. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ist das dasselbe? Warum? Was ist das da hinten? Ist das ein großer Pilz oder was ist das? Ach nee, das war bestimmt eine Yucca-Palme. Ja, genau. Wir waren auf der Suche nach irgendwas, was nach einem Fass, nach einem Gummiball, also irgendwie nach Gummi aussieht oder whatever. Ach, guck mal, jetzt haben sich die... Nee, ich wollte gerade sagen, die haben sich alle hingelegt, aber doch nicht. Hm. Jetzt ist natürlich gerade Sonnenuntergang. Ich wollte sonst sagen, hier war doch irgendwo noch ein Schiffswrack ganz nah. Jetzt hätte ich gesagt, gehe ich dort eben mal fix hin. Das ist fantastisch. Fantastisch. Oh! Wie sieht es eigentlich in meinem Inventar aus? Door. Aber wir müssen ja Kartoffeln jetzt auch noch braten. Das heißt, wir müssen uns nachher erstmal eine Stelle suchen. Ich wäre ja dafür, dass wir das auf der Insel machen, wo der Hai unterwegs ist. Denn ich habe wirklich Bock auf Haibraten. Setzt natürlich voraus, dass wir eine gescheite Axt finden. Ansonsten verprügle ich ihn mit der Axt, die ich hier habe. Und dich auch. Guck nicht so böse. Oder so grimmig. Ja, ja. Ach Mann, ey, was machen die denn hier? War das in der letzten Aufnahme auch schon so? Ich hoffe nicht.